hinrichtet, also als Hexer, die sich in Wölfe verwandeln. Der Bonner Historiker Thomas Becker hat die Geschehnisse in Rheinbach rekonstruiert. Grundlage seiner Forschungen ist ein seltener Probedruck, der im ehemaligen Jesuitenkolleg in Bad Münstereifel aufbewahrt wird. Die Lebensbeichte des Kaufmanns und vormaligen Bürgermeisters Hermann Löhr. Löhr ist Täter, Opfer und Zeuge in einem. Sein Buch steht in der Geschichte der Hexenverfolgung einzigartig da. Hochnötige, untertanige, wehmütige Klage der frommen Unschuldigen, worin alle hohe und niedrige Oberkeit samt ihren Untertanen klärlich, augenscheinlich zu sehen und zu lesen haben. 1631 wird Hermann Löhr als jüngster Schöffe ins Schöffengericht aufgenommen. Das heißt, er ist einer von den sieben Personen, die in Prozessen den Schuldspruch zu fällen haben. Als er 1631 ins Schöffenkollegium eingerückt ist, fangen in Rheinbach die Hexenprozesse an. Also Hermann Löhr ist von Anfang an mit dabei. Er ist auch verantwortlich für die ersten Schuldsprüche, die hat er mitgetragen. Die ersten Anzeigen treffen Frauen aus der Unterschicht. Sie werden zu Rheinbach im Hexenturm verhört und peinlich befragt. Ein erfahrener Jurist soll im Auftrag des Landesherrn die Rechtmäßigkeit der Prozesse prüfen. Doch der Hexenkommissar sorgt für eine Verschärfung des Verfahrens. Man hat die Menschen, die man verhaftet hat, dann zunächst einmal vor den Henkersknechten nackt ausziehen lassen. Und weil man davon ausging, der Teufel könne sich in den Haaren verbergen, hat man sie auch scheren lassen. Man hat das Haupthaar kahl geschoren und hat auch das Schamhaar abgeschoren. Was natürlich heißt, dass dieser allererste Teil, der ja für die damalige Vorstellung noch gar nicht zur Folter gehörte, schon eine Psychofolter war. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben da eine Frau, die vor ihren Nachbarn hintreten muss und die nackt ausgezogen und dazu noch geschoren wird, das ist an sich eine solche Demütigung, dass sie schon ein Teil dieser Zermürbungstaktik ist, die letzten Endes dazu führen sollte, dass die Menschen das gestanden, was man von ihnen hören wollte. Das in den Hexenprozessen auf der Folterbank vergossene Blut unschuldiger Menschen hat eine besondere Eigenschaft. Es ist die Alchemie, Blut zu Gold zu machen. So klagt damals ein Kritiker. Auf diese Alchemie versteht sich niemand besser als der Rheinbacher Hexenkommissar Franz Bührmann. Er weiß, dass es ein Schmiermittel braucht, um eine Prozesswelle in Gang zu halten. Geld. Er holt es sich von den Opfern. Franz Bührmann hatte nun eine sehr starke Persönlichkeit. Und er hat es geschafft, die Schöffen des Gerichtes sich gefügig zu machen. Und hat von daher die Rolle, die ihm zugedacht war, völlig auf den Kopf gestellt. Er ist keineswegs mehr Berater, sondern er ist Ankläger und Richter in einer Person. Er hat in einer ausgesprochen sadistischen Weise in diesen Prozessen sich aufgeführt. Er hat sich nicht mehr darum gekümmert, wo die Grenzen waren für eine solche Untersuchung. Das ist ganz gut dokumentiert. Das heißt, er war ein schlimmer Mensch, ein schlimmer Schlechter, wenn Sie so wollen. Christina Böfgen, eine 65-jährige begüterte Witwe, gilt in Rheinbach als besonders mildtätig und fromm. Bührmann wirft ihr vor, sich mit einer Hexensalbe einzuschmieren, nackt aus dem Schornstein zu fahren und Geschlechtsverkehr mit dem Teufel zu haben. Der Schöffe Löhr ist entsetzt, doch er wagt es nicht, Bührmann entgegenzutreten. Christina Böfgens ist befragt worden und hat alle Anschuldigungen von sich gewiesen. Und dann ist sie auf die Folter gebracht worden. Sie hat sich geweigert, irgendetwas von diesen erfundenen Dingen zuzugeben, die man ihr vorgehalten hat. Und daraufhin hat der Hexenkommissar Franz Bührmann angeordnet, weiter zu foltern. Der Henker hat gesagt, das tue ich nicht, das darf ich nicht. Wenn ich jetzt noch weiter foltere, wird die Frau mir sterben. Das war ein Justizmord. Franz Bührmann hat sich mit seiner ganzen Autorität durchgesetzt und den Henker gezwungen, weiter zu foltern. Der Henker tat das und Christina Böfgens ist in der Tat auf der Folter gestorben. Als
als das passierte und der Henker sagte, die Frau ist tot, und die Schöffen, die das alles mitbekommen haben, sehr bestürzt und erschrocken drumherum standen, da hat Franz Böhrmann versucht, ihnen zu suggerieren, dass das eben keineswegs aufgrund seiner Anordnung durch den Henker passiert ist, sondern dass der Teufel selbst gekommen ist. Dass der Teufel dieser Frau das Genick gebrochen hat, damit sie nicht auf der Folter die Namen ihrer Mitverschwörer verraten könne. Und er geht zu den einzelnen Schöffen hin und fragt, hey du, Hermann Löhr, hast du nicht gehört, wie es in ihrem Genick gekracht hat, als der Teufel ihr den Hals gebrochen hat? Hey du, Gotthard Peller, hast du nicht gemerkt, dass hier der Teufel war? Merkt ihr nicht, wie es hier stinkt nach Schwefel? Und man sieht, wie er versucht, diese Männer so zu beeinflussen, dass sie sich nicht trauen, offen auszusprechen, was sie an Kritik auf der Zunge haben. Wer Böhrmann widerspricht, ist in Lebensgefahr. Nach 5 Jahren Hexenjagd ist mehr als die Hälfte der Schöffen hingerichtet oder geflohen. Auch der anfängliche Mittäter Hermann Löhr ist vom Tode bedroht. Er entkommt nach Amsterdam. Dort bringt er 40 Jahre später seine Erlebnisse zu Papier. Hermann Löhr hat dieses Buch ganz sicher auch geschrieben, weil er sich schuldig gefühlt hat. Immerhin war Hermann Löhr ja einer der Leute, die im Gericht den Schuldspruch gefällt haben. Er ist verantwortlich dafür, dass etliche Menschen wegen Hexerei hingerichtet worden sind. Und er hat irgendwann im Verlauf dieser Prozesse begriffen, dass das, was da passiert, alles eine Lüge ist. An die 60.000 Menschen fallen der europäischen Hexenjagd zum Opfer. Eine angesichts der damaligen Bevölkerungsdichte grauenerregende Zahl. Jede zweite Hexe wird auf dem Boden des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation hingerichtet. Zu ähnlich schlimmen Verfolgungen kommt es im heutigen Frankreich, Schottland und in der Schweiz. In anderen Ländern wie in Russland oder Irland hat es praktisch niemals Hexenjagden gegeben. Ein Befund, der bis heute Rätsel aufgibt. Es ist eine große und noch nicht hinlänglich beantwortete Frage, warum das Heilige Römische Reich deutscher Nation die weltweite Hochburg der Hexenverfolgung war. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation war im Unterschied zu den meisten Ländern Europas territorial zersplittert in größere und kleinere Fürstentümer, Städte, Reichsritterschaften und so weiter. Und gerade in besonders schwachen oder besonders kleinen Staaten, wie zum Beispiel Grafschaften, haben wir die massivsten Hexenverfolgungen. Man kann ja auch sehen, dass die Gebiete, die am stärksten von Hexenverfolgungen betroffen waren, innerhalb des Heiligen Römischen Reiches, das waren die Gebiete der gescheiterten Staaten. Also Territorien, die keine volle Staatlichkeit ausbilden konnten und in der das Gerichtswesen fragmentiert war, das heißt Einzelinteressen viel stärker zum Zug gekommen sind. Hexen werden in protestantischen wie katholischen Landstrichen gleichermaßen gejagt. Die Katholiken berufen sich dabei auf den Hexenhammer, die Protestanten auf einen Satz aus der Heiligen Schrift. Die Zauberer sollst du nicht am Leben lassen. Die meisten Prozesse finden dabei vor weltlichen Gerichten nach staatlichem Recht statt, mit verheerenden Ergebnissen. Wir finden auch relativ häufig, dass in Territorien oder Städten, in denen einmal eine Hexenverfolgung tatsächlich durchgeführt worden ist, dieses Experiment nicht wiederholt wird, weil es normalerweise doch katastrophale Folgen hat für die lokale, auch politisch stimmende Oberschicht, die dann auch betroffen wird, also wo die Frauen beschuldigt werden. Und das möchte man natürlich nicht, dass man selber, die eigenen Familien, in diese Ereignisse reingezogen werden. Und fast in jeder Verfolgung kam es irgendwann mal zum Kippen, weil die Bevölkerung auch gemerkt hat, oha, ich war ja zwar am Anfang dafür, aber jetzt bin ich selber dran. Ausgerechnet die Inquisition, jene Einrichtung, mit der die Verfolgung ihren Anfang nahm, entwickelt schon früh eine erstaunliche Skepsis gegenüber Hexenprozessen.
In Rom entwickeln die Inquisitoren eine Hexe.